zu einem neuen Vlog. Ich habe den alten gerade erst beendet. Also ich bin gerade noch in Nusa, aber mache mich jetzt auf den Weg nach Herbie Bay. Ich bin hier geparkt mit meinem ganzen Zeug und hol mir noch mal irgendwo was zum Snacken. Und dann geht's los mit dem Greyhound-Bus. Ich glaube, 5 Stunden fahre ich. Google Maps sagt zwar nur 2 Stunden 20, aber ich weiß ja nicht, wo der überall hält. Mal schauen. Guten Morgen aus Happy Bay. Ich sehe noch ein bisschen verklatscht aus. Ja, die Busfahrt gestern war wirklich entspannt. Also der Bus kam ein paar Minuten zu spät. Aber ich saß ganz vorne und ich hatte eine Sitznachbarin, die war auch deutsch. Und wir haben wirklich die ganze Zeit, ich glaube, ich bin 5 Stunden gefahren, wir haben die ganze Zeit durchgequatscht. Das war echt ganz cool. Also die Zeit ist echt schnell vergangen. Und es ist wirklich super easy mit diesem Greyhound-Bus. Also ich verstehe, warum alle damit traveln. Aber ich kam dann gestern auch erst 9:30 oder so erst an im Hostel und habe dann auch nichts mehr gemacht, außer halt im Bett liegen und das Bett beziehen und so. Ja, jetzt laufe ich mal Richtung Strand. Muss auf jeden Fall mal einkaufen, haben wir immer nichts gegessen. Und gestern das letzte Mal um 16 Uhr. Ja, mal gucken, was mich hier so erwartet. Übrigens mein Hostelzimmer. Also hier ist noch eine da, aber hier ist auch wieder jeder ausgezogen, außer ich. Ich bleibe hier noch ein bisschen. Zum Glück ist der Ventilator richtig warm. Die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich so hoch. Ich war jetzt ein bisschen am Strand und ein bisschen einkaufen, habe mal Nudeln besorgt für heute Abend. Man hört jetzt übrigens auch Australia Day, also der australische Nationalfeiertag. Mal gucken, ob hier irgendwas los ist. Aber ich glaube, ich chill mich jetzt einfach im Pool. Also das Hostel ist nicht so mega zentral. Man hat zwar nicht so lange bis zum Strand, aber der Strand war jetzt überflutet. Also nicht von Menschen, sondern einfach die Flut war einfach richtig hoch. Also es war wenig Strand da. Ich wollte jetzt lieber mal erstmal mein ganzes Zeug loswerden wieder. Und jetzt mal noch im Pool. Morgen geht es dann nach Fraser Island und dann habe ich ja noch 2 Tage, um Herbie Bay zu entdecken. Ich glaube, es passiert heute doch nichts Australia Day mäßiges mehr, zumindest nicht bei mir. Es ist jetzt 8:30. Ich habe gerade noch einen Shuttle für morgen organisiert bekommen. Da fällt mir gerade auch nochmal ein Stein vom Herzen, weil ich die ganze Zeit überlegen war, wie komme ich morgen zum Treffpunkt für die Fraser Island Tour. Ja, ich denke, ich lege mich jetzt ins Bett, schaue ein bisschen Serie oder YouTube oder so. Bisschen Quality Time mit mir selber. Ich gehe recht früh schlafen und freue mich einfach auf die Tour morgen. Ich bin so gespannt. Fraser Island ist auch so, das heißt ja mittlerweile Gari. Wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist halt auch so, ja, eins meiner mega Bucketlist-Ziele irgendwie in Australien gewesen. Ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt und melde mich morgen. Auf Fraser Island. Unser erster Stopp war jetzt der Lake Mackenzie und es war wirklich so schön. Also alle haben davon immer geschwärmt und es war halt ein bisschen voll. Das ist halt schade, aber kannst du halt nicht ändern in der Hochsaison. Aber es war wirklich, wirklich schön. Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Stops so sind.
sind zurück auf Hervey Bay. Ich habe gestern gar nicht mehr berichtet, das war einfach ein traumhaft schöner Tag. Also ich bin halt losgefahren, ganz alleine und war auch die ersten zwei Stops, also am Lake. Da habe ich zwei Mädels gefragt, ob sie ein Foto von mir machen können. Bei so einem kleinen Waldspaziergang war ich noch alleine. Und dann beim Essen habe ich diese zwei Mädels wieder gesehen, habe mich wieder zu denen gesetzt. Also das waren Engländerinnen und dann hat sich auch noch eine Deutsche zu uns gesetzt, die auch bei mir im Bus war. Also die Engländerinnen waren in einem anderen Bus. Und wir haben uns so gut verstanden, das war so schön. Vor allem, weil sie hat auch mal mein Alter, weil ich jetzt halt viele kennengelernt habe, die immer jünger waren als ich. Und das war irgendwie auch mal schön. Und wir saßen dann die ganze Busfahrt halt zusammen. Und dann kam so ein Pilot rein und ich wusste das schon, dass in dieser Get Your Guide Beschreibung stand, ja, man kann so einen Flug dazu buchen. Aber ich dachte mir so, dafür habe ich gerade einfach gar nicht das Geld. Und dann erzählt er und ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Und dann meinte er so, ja, $100. Und dann war ich so, $100, das sind 60 Euro für so einen Flug. Und wir haben uns so angeschaut und wir so, machen wir's? Und dann haben wir uns beide halt so gemeldet und sind dann über die Insel geflogen. Also es war mega cool. Vor allem bin ich so dankbar, weil das, also wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, hätte ich es niemals alleine gemacht. Und es war dann auch so schön. Und wir haben dann auch die nächsten zwei Stops dann noch gemeinsam gemacht und auch zurückgefahren. Die ist sogar bei mir im Hostel gewesen. Und dann waren wir noch was essen beim Thai gestern und es war so ein schöner Abend, wir haben so viel gelacht und ich bin richtig dankbar. Ja, es war dann auch noch ein Typ mit dabei, also wir waren dann zu dritt beim Essen. Und saßen noch ein bisschen im Hostel und ja, die beiden sind jetzt schon wieder Richtung Brisbane Noosa aufgebrochen. Und ich dachte mir, ich gehe heute mal in die Kirche, weil es ist Sonntag. Und in Noosa habe ich es nicht geschafft und irgendwie ärgert es mich total, weil ich gesehen habe, dass die Kirche, in die ich immer in Sydney gegangen bin, dass sie so eine Schwesterkirche in Noosa hat. Und das wäre bestimmt voll schön gewesen. Aber jetzt dachte ich mir, komm, stehst du mal früher auf, gehst du mal wieder in die Kirche. Genau, das Wetter ist halt eh nicht so prickelnd. Mal schauen, was ich dann mache. Also Hervey Bay hat jetzt wirklich nicht so viel zu bieten. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt in Hervey Bay war und nicht in Rainbow Beach. Allein wegen den Leuten. Auch die Leute in meinem Hostelzimmer sind alle richtig nett. Mich das erste Mal richtig wohl gefühlt irgendwie. Ja, mal gucken. Also ich habe heute noch, morgen noch und übermorgen geht's dann nach Bundaberg. Every little thing adds up. Hallo Friends, ich war in der Kirche jetzt nochmal in so einem süßen kleinen Café, hab einen Kaffee getrunken und einen Toast gegessen und hab ein Video für Instagram geschnitten, was ich so schön finde von gestern. Ich habe es mir schon 1000 Mal angeguckt und ja, Stories hochgeladen. Jetzt gehe ich mir noch ein bisschen im Pool, schau ein bisschen Trash TV, einfach so ein bisschen zum Entspannen, denn ab nächster Woche wird hart geackert, im wahrsten Sinne des Wortes. I'm over it, but every night. Hallo Friends, ich war gestern nach der Kirche eben von so einem Café und dann am Pool und es war eigentlich kein spektakulärer Tag. Hab dann Nudeln gekocht, hab so ein Glas mit Zucker, ich dachte, es wäre Salz, hab's geöffnet, hab's ja zugemacht, dann ist mir einfach runtergefallen, das war absolut peinlich. Ja, dann habe ich gegessen, dann bin ich noch ein bisschen aufs Zimmer und dann waren hier eben noch ein paar, mit denen ich ziemlich viel gequatscht habe, dann haben wir uns immer rausgesetzt. Jetzt gerade bin ich wieder allein, das sind alles irgendwie übelst die Frühaufsteher hier. Und ich habe gestern noch so einen Voucher bekommen für so ein Café hier, da wollte ich jetzt mal hin. Und sonst, ich weiß auch nicht, also Hervey Bay ist nicht so groß, man kann halt echt nicht so viel machen. Ich glaube, ich laufe einfach ein bisschen an der Promenade noch entlang, vielleicht springe ich mal ins Meer. Ich freue mich dann auch, ehrlich gesagt, wenn ich morgen weiterfahre. Also ich freue mich auf Lea voll auf Bundaberg, aber ich freue mich nicht auf die Arbeit. Also so semi. Ich habe halt ein bisschen Angst so vor den Temperaturen da auf der Farm. So, ich bin jetzt am Beach und das Café hat natürlich heute zu. Naja, aber ich habe gerade noch gefrühstückt im Hostel. Ich wusste gar nicht, dass das sogar dabei ist. Also so ein Toast habe ich gegessen mit Vegemite und ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht. Naja, ich springe jetzt mal ins Meer und vielleicht gehe ich dann auch wieder zurück ins Hostel und schneide mal an diesem Video hier. Boah, wie viele Fliegen da gerade losgeflogen sind. Na doch mit dem Ball. Freunde, ich war heute den ganzen Tag noch mit einem Mädel aus meinem Hostel unterwegs. Es hat eigentlich die ganze Zeit geregnet, wir waren zusammen frühstücken und sind dann irgendwie ein bisschen rumgelaufen, waren ein bisschen im Pool. Jetzt haben wir gerade noch zu viert Mensch ärger dich nicht gespielt und ich habe meine Sachen gepackt, denn es geht in einer Dreiviertelstunde zum Greyhound-Bus und dann nach Bundaberg. Hallo Freunde, ich bin jetzt angekommen in Bundaberg im Hostel. Wir bleiben jetzt aber hier nur eine Nacht, weil wir morgen in unserem Working Hostel einchecken.
Aber ja, das war der Vlog von Hervey Bay und Fraser Island. Ich weiß noch nicht, wann der nächste Vlog kommt. Das kommt jetzt echt darauf an, wann wir Arbeit finden und wie schnell es alles geht und wie viel Zeit ich noch habe. Aber bleibt auf jeden Fall auf Instagram aktiv. Da heiße ich so wie hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal.